Hallo und herzlich willkommen zu Josiah TV. Heute ist wieder ein Paket angekommen. Und das holen wir jetzt gleich. Wir sind gar nicht auf dem Tisch. Der Tisch ist schon wieder dreckig. Fresse, jedes Mal ist der Tisch dreckig hier. Das kann nicht wahr sein. So, da ist das gute Stück. Wieder mal Edelkrone. Ich liebe den hier Produkte. Was da drin ist, sehen wir jetzt gleich. So, machen wir mal auf. Ein Schnitt, zwei Schnitt und drei Schnitt. So, die haben hier super geilen Kartons. Da haben wir wieder ein bisschen Papier. Und da haben wir Edelkrone Pocket Skater 2. Ja? Ein famoses Teil, muss ich sagen. Ihr werdet nachher dann auch ein paar Probeaufnahmen sehen. Aber jetzt schauen wir uns das Ding erstmal an. Übrigens ist es gerade wieder im Sale. Das ist der Lagerabverkauf. Den habe ich euch ja schon im letzten Video verlinkt. Diesen Lagerverkauf, genau. Und ich würde einfach vorschlagen, ich verlinke euch das hier wieder. Ne? Dann kommt ihr da direkt hin. Da haben wir nochmal eine Bedienungsanleitung. Schöne Bedienungsanleitung. Ach hier, ist das nicht herrlich? Smartphone ready. Smartphone ready. Das heißt, ihr könnt da auch euch dieses Ding besorgen und braucht dann nicht irgendwie Stativkopf oder sowas, sondern ihr könnt direkt anscheinend, wenn ich das richtig gesehen habe, da mit loslegen. Glaube ich zwar jetzt nicht so ganz, aber wir werden es jetzt gleich mal sehen. So, es geht natürlich wieder alles mächtig streng. Und wie auch schon beim Flex Tilted, ihr kommt ziemlich weit auf. So, dann die Räder brauchen wir. So, und ausgeklappt. Es geht eigentlich alles zwar relativ straff, aber es funktioniert. So, erst muss der da so raus und dann geht der so raus. Okay. So, ups, etwas zu straff, dass ich gleich den Gummi abziehe. Okay, da kann man die Schrauben ein bisschen lösen und dann denke ich, geht es auch ein bisschen einfacher. So, ausgefahren. Smooth Fahrt, muss ich sagen. So, und jetzt könnt ihr natürlich dadurch, dass ihr hier die so ein bisschen einfahren könnt, könnt ihr natürlich auch, hoppala, wenn ihr nicht vom Tisch runterfahrt, einen schönen Kreis fahren. Na, also Objekt hier in die Mitte und dann einmal im Kreis drumherum. So, wem dabei jetzt nicht schwindelig wird, weiß ich auch nicht. So, was ist hier Smartphone-Ding? Warum Smartphone-Nix-Ding? Okay. Smartphone-Nix-Ding. Da braucht man dann im Endeffekt... Ja, gut, da gibt es wahrscheinlich von Edelkrone nix, weil die Packung ist leer, da ist noch der Imbusschlüssel drin zum Verstellen der Schrauben. Aber ich kann euch sagen, ich muss sagen, die Fahrt ist echt genial. Ja, also, wenn man das halt dann so in die Mitte stellt, wie es gehört, dann funktioniert das ganz gut. So, und jetzt kann man da natürlich die Kamera Single draufstellen. Na, ihr habt hier eine 1/4 Zoll Schraube, kennt man ja vom ganz normalen Kamerastativ. Und, nee, warte mal, der Kopf geht ja dann gar nicht drauf, wenn da nur ein 1/4 drin ist. Hast du wieder Scheiße erzählt, du Pfosten. Gut, toll, klasse. Muss ich wieder meine alte Kamera holen. Ich habe jetzt gedacht, ich tue da einfach den Kopf draufstellen, den Stativkopf, und dann könnt ihr das sehen. Nee, könnt ihr nicht. Deshalb brauchen wir nicht mehr. Alles gut. So, Entschuldigung. Bisschen zu viel gegessen. So, es ist wieder alles extrem gut verarbeitet. Also hier ist nichts Plastik, alles Aluminium. Die Rollen sind mit so Gummidichtungen überzogen. Also ich kenne es als Dichtungen, aber... Ja, da heißen sie sicher anders. Ne? Ich sehe gerade, man kann hier auch die Winkel genau einstellen, dass
die dann eben ganz genau fährt. Die sind hier unten eingezeichnet. Weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade sehen könnt. Und dann ja, geht es natürlich richtig eng rum. Hui, ja, da haut es ihn gleich um. Hast du gesehen? So oder so. Aber ihr könnt natürlich auch gerade Fahrten machen. Das ist auch kein Problem. Stellt man das Ding einfach auf 90 Grad. Wir haben ja den schönen Winkel an. Mensch. Ist ja klasse. So. Lined up. Und dann geht das straight gerade. Na? Also auch für Dolly-Fahrten eindeutig gut geeignet. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt keine Kohle für einen Dolly oder seid auf einer Party und wollt einfach nur einen geilen Shot machen von, keine Ahnung, weiß nicht, irgendwie einen geilen Shot machen eben und sagt, eine Dolly-Fahrt wäre ganz geil, zack, ja, habt ihr. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ich glaube 170 mit Steuer momentan, eben im Sale, wohlgemerkt, im Lagerabverkauf, das sind glaube ich 51% drauf, also Respekt. So, ja, und also ich muss sagen, die Größe von dem ganzen Ding, ne? Jetzt werden wir wirklich nur das Ding mal zusammenbauen. So, so. Den müssen wir auch richtig umdrehen. So. Was mache ich jetzt falsch? Irgendwie habe ich jetzt, glaube ich, einen Drehwurm drin. Glaube ich. So komme ich nicht. So gehe ich nicht. Ich habe es verkackt. Ich habe es astrein verkackt. Ich komme da jetzt nicht rum. Warum komme ich da jetzt nicht rum? Hä? Bin ich jetzt zu doof geworden oder was? Ich habe das doch gerade eben aufgebaut. Okay, ihr merkt schon, also irgendwie jetzt hat... Hänge ich jetzt hier gerade? Ich kriege das jetzt nochmal zusammengebaut. Okay, lass uns da mal ein bisschen frummeln, wie wir da jetzt rumkommen. Ich sehe gerade, ich glaube, viel zu hell ausleuchtet. Müssen wir ein bisschen nachbessern dann in der Post-Production. Wieso bin ich jetzt so doof, das Ding wieder zusammenzubauen? Kann mir das einer sagen? Ich habe es doch vorhin auch zusammengebaut gekriegt. Ich bin jetzt echt zu doof, das Ding wieder zusammenzubauen. Ich glaube es jetzt nicht. Wie kann man jetzt so doof sein? Wie denn? Wie soll das gehen? Ah, ich weiß jetzt, warum er mich nicht durchlässt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich habe das Rad zu weit rein. Deswegen lässt er mich nicht mehr durch. Ha. Da hat das Rad blockiert, weil es zu weit drin war. Okay, ja, auf jeden Fall kann ich jetzt darauf kommen, wie pocket das Ding eigentlich ist. Zusammengebaut. Was sagt der Zollstock? Zollstock. So, was sagt der Zollstock? Zusammengebaut sind wir bei einer Höhe von 5,5. Einer Länge von... Ja, 13,5. Und eine Breite von wieder 5,5. Das ist extrem klein. Also, ich würde mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber der ist mal eben mitgenommen. Vom Gewicht her jetzt zwar nett, der hat schon ein bisschen was. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie viel, das steht hier auch nicht drauf, aber roundabout ein Kilo hat er schon. Gut, ist aber alles gefrästes Aluminium, dementsprechend hält es halt auch. So, ihr kriegt jetzt noch ein paar schöne Aufnahmen mit dem Ding, dass ihr auch seht, was man damit machen kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Servus.